So, liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Morgen hier am heutigen Mittwoch, dem 8. April beim JFD Devisenradar. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir sehen hier schon einige Bewegungen am Devisenmarkt. Der US-Dollar neigt am heutigen Tag gerade während der letzten Handelsminuten doch schon ein wenig zur Schwäche. Das beflügelt natürlich hier, Sie sehen es hier in dieser Watchlist der 15 inklusive Gold größten Devisenpaare und hier reihum vorne Währungspaare, die in US-Dollar gehandelt werden. Hingegen hier auf der Südseite ganz klar der US-Dollar unter Druck steht. Wir sehen hier dementsprechend den Euro gegenüber dem US-Dollar im heutigen Fokus. Den wollen wir uns jetzt mal etwas näher betrachten, um eben hier auszuloten, wie es denn um den Euro steht. Nach längeren oder großfristigen Analysen der jüngsten Zeit dürften Sie wissen, dass ich persönlich hier eine Erholungsbewegung präferiere beim Euro gegenüber dem US-Dollar, die sogar sehr, sehr deutlich ausfallen kann. Ausgehend hier von diesem Unterstützungslevel, das ist gerade der Monat, nee, der Wochenchart hier im Big Picture bis ins Jahr 2006 zurück. Und da sehen wir hier diesen großen breiten Abwärtstrendkanal und diesen touchierte Euro-US-Dollar unlängst eben hier im März und prallte sehr, sehr dynamisch davon ab. Und gleich damit einhergehend sahen bzw. sehen wir noch immer hier eine sehr, sehr gute Divergenz im Chart. Die jüngsten Preistiefs wurden hier dementsprechend nicht bestätigt. Und das ist hier dementsprechend eine positive Divergenz, die grundsätzlich dem Euro gegenüber dem US-Dollar auch aufgrund des extrem überverkauften Statuses hier durchaus Erholungspotenzial auf der Oberseite einräumt. Nun muss es natürlich passieren. Es soll heißen, Euro-US-Dollar hat hier die Chancen nach oben zu laufen, kann sich auch noch ein Stück weit hinziehen, seitwärts oszillieren, aber das Level von 1,14 erscheint mir hier mit Blick auf die nächsten Wochen durchaus erreichbar. Ob es für weiter anziehende Preise in der Region, Sie sehen es ja hier selbst, bis über 1,20 reicht, das muss man erst mal sehen, aber technisch wäre das Potenzial in jedem Falle gegeben. Die positive Divergenz auf Wochenbasis unterstützt zumindest diese These. Doch gehen wir mal tiefer in den Chart rein und schauen uns jetzt mal den Tageschart an. Da wird deutlich, dass Euro-US-Dollar hier ausgehend vom Märztief bei 1,0462 doch schon sichtliche Schwierigkeiten hatte, hier wieder signifikant Fahrt aufzunehmen. Wir sahen hier den Event vom 18.03. Das war hier der Fed-Event im Sinne dessen, dass hier die Anhebungsfantasien doch schon etwas beschwichtigt wurden seitens der USA. Und das führte jetzt hier im Umkehrschluss dazu, dass wir einen enormen Aufwärtsschub sahen, der auch hier ausgehend von diesem Unterstützungslevel, diesem kurzfristigen Unterstützungslevel, was hier aus dem Wochenchart, wie eben gesehen, herleitet, dann hier zu diesem starken Anstieg führte. Euro-US-Dollar holte sich dementsprechend, tat sich dann hier aber auf Tagesbasis an diesem Abwärtstrendkanal doch schon recht schwer. Wir sahen hier Ende März dann den Kampf um diese Abwärtstrendlinie, der letztlich zum Start in den April hier an die Bullen ging. Wir sehen hier diesen Anstieg, der hier, wie gesagt, mit Bravour glückte. Und insofern gibt es hier jetzt gar keine Zweifel daran, dass Euro-US-Dollar hier sich an der Erholung versucht. Doch schauen Sie hier im Bereich knapp über 1,10, knapp über 1,10. 35 haben wir hier während der vergangenen Tage immer wieder Hochpunkte gesehen, immer wieder ein Touch dieses Levels und das ist jetzt hier ein ganz signifikanter Widerstandsbereich, der sich hier etabliert hat, der hier Bestätigung gefunden hat und an diesem scheitert der Euro-US-Dollar eben unlängst am Montag erneut. Jetzt die entscheidende Frage, wie geht es weiter? Wir haben jetzt zwei schwache Tage gesehen. Heute Mittwoch zeigt sich der Euro, wie gerade schon angesprochen, aufgrund der breiten US-Dollar-Schwäche seit wenigen Minuten erholt stärker. Wichtig jetzt hierbei, wir sollten tunlichst das Level hier von 1,10, 1,1039, 1,1050, hier das Hoch speziell vom 26.03., 1,1052 überwinden, um hier weiteres Aufwärtspotenzial nach oben zu generieren. Sie sehen, es gibt noch einige Hürden. 1,1155 wäre die nächste, dann hätten wir noch bei 1,1315 roundabout die nächste Zone und hier auch einen kurzfristigen Abwärtstrend. Aber zumindest die Chancen, dass Euro-US-Dollar hier eine weitere Erholung in Richtung 1,14 eben wie anhand des gerade eben gezeigten Wochencharts hier auch ermöglichen kann. Das wäre definitiv der Fall, wenn wir hier über 1,1052 rausziehen. Das spricht dann für 350 Pips nach oben, dass Euro-US-Dollar dann hier eben den Drive entwickelt, weiter anzusteigen. Faktisch jedoch sollte es dabei nicht unter das Niveau, dann werden wir jetzt hier direkt mal mit einem roten Stop-Level kennzeichnen, unter das Niveau der Kerze vom 31.03. gehen. Da hatten wir ein Low bei 1,0713. Das ist genau das Level, wo Euro-US-Dollar hier dann in Bedrängnis kommt. 1,07 darf man hier als runde Marke nennen. Geht es darunter, dann könnte sich das hier durchaus noch weiter
gen Süden entwickeln und hier dann durchaus nochmals Niveaus in Richtung 1,05 geben. Das kann man nicht ausschließen. Die Chance oder das Risiko dessen, dass Euro-US-Dollar eine solche Bewegung vollzieht, ist durchaus gegeben. Und dann wäre hier eben bei 1,05 sicherlich nochmal eine Bodenbildung möglich. Faktisch, wie gesagt, sollte es nicht so tief zurückgehen. Wir haben auch diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie hier im Tageschart und die versuchen wir gerade zurückzuerobern. Wenn das glückt, sieht es eben gut aus, dass wir nochmal 1,10 anlaufen. Oberhalb dessen, wie gesagt, 1,1052 wartet hier weiteres Potenzial. Doch schauen wir uns mal das Intraday-Geschehen an. Wir sehen hier Euro-US-Dollar eben hier an diesem gescheiterten Level um 1,1030, 1,1050, roundabout diese Zone, hatten wir hier dann am gestrigen, beziehungsweise halt am Montag, am Nachmittag hier dieses Hoch gesehen, knapp davor. Und haben im Stundenchartintervall während der letzten Tage hier in einer Art bullischen Flagge konsolidiert. Sie sehen das sehr schön, dass der Preis hier innerhalb dieses Abwärtstrendkanals eben als bullische Flagge identifizierbar nach unten bröselte und sich jetzt hier diese Erholung etablierte. Euro-US-Dollar aktuell bislang 58 Pips gelaufen. Der Schnitt geht hier in Richtung 130. Das heißt, wir haben hier noch mehr als das Doppelte an Daily Range, was Euro-US-Dollar heute noch nach oben performen kann. Haben auch aktuell schon den Daily Pivot Point erobert. Und wenn wir uns hier oberhalb von 1,085 halten können, auch wenn wir jetzt ein Stück weit von den Tageshochs wieder zurückkommen, ist das eine gute Ausgangsbasis, um hier im Intraday-Bereich weiter anzusteigen zum Resistance Point 1,1091, gegebenenfalls sogar schon Richtung 1,10. Das kann man nicht ausschließen. Hier auf Stundenbasis lässt sich jetzt hier noch kurzfristiger Widerstand eben knapp unter dem Level, unter dem Resistant Level 1 einzeichnen. Das wäre jetzt hier das erste Kursziel für Euro-US-Dollar im Sinne der laufenden Aufwärtsbewegung, wenn sie denn hier nicht wieder zusammenklappt. Also Euro-US-Dollar sollte tunlichst vermeiden, hier unter das aktuelle Vorstundenlevel, das war hier 1,0845, das war praktisch das Tief der Vorstundenkerze, da sollte Euro-US-Dollar nicht drunter fallen. Dann ist die Gefahr gegeben, dass diese Aufwärtstrendlinie, die wir auch schon im Tageschart gesehen haben, ich scrolle mal ein Stück weit raus, hier diese, dass wir diese dann nochmal unterschreiten und dann wäre rein technisch durchaus nochmal Reaktionspotenzial, Reaktionsrisiken auf der Südseite gegeben, die dann eben hier zunächst auf Stundenbasis hier eine Abwärtstendenz in Richtung 1,0723 präferieren dürften. Wir haben heute vom Wochentag her beim Euro-US-Dollar eine eher trübe Ausgangslage. Das hat sich nicht verändert während der letzten Zeit. Wir sehen hier diese Wochentagsstatistik. Euro-US-Dollar hier jetzt insbesondere heute am Donnerstag und Freitag mit einer sehr, sehr schwachen saisonalen Tendenz. Also während der vergangenen 52 Handelswochen ging es insbesondere am Mittwoch, Donnerstag und Freitag stark runter. Gerade der Freitag hier mit nur 37% positiver Schlusspreise ist doch schon ein sehr, sehr schwacher Tag. 38% natürlich nicht minder stark, aber hier die Zeichen, wie gesagt, auf Sturm in Richtung Süden gesetzt. Dass das natürlich für immer so bleibt, ist nicht anzunehmen. Euro-US-Dollar hatte ja auch schon Phasen, da ging es in Richtung 60% an diesen Tagen in Sachen positiver Schlusspreise. Aber rein statistisch saisonal eben hier deutlicher Zugzwang an diesen Tagen. Einen leichten Rückenschlag kriegen wir hier von der saisonalen Seite nochmal. Mit Blick auf die kommenden 20 Tage haben wir hier beim Euro-US-Dollar die Situation, die, dass wir hier im April hinein eine Abwärtstendenz vollziehen. Rein saisonal betrachtet, wie gesagt, aber dass das jetzt so geschieht, will ich jetzt mal hier nicht an den Pranger hängen. Man muss jetzt mal abwarten, was jetzt hier, wie gesagt, passiert, wenn wir nochmal 1,10 touchieren. Gehen wir drüber, dann würde ich die Saisonalität eher en acta legen. Schaffen wir es nicht, über 1,10 auszubrechen, dann muss man für den April aber durchaus im Sinne des saisonalen Gegenwinds hier mit weiter fallenden Preisen rechnen, die dann eben hier durchaus nochmal Niveaus in Richtung 1,05 initiieren könnten. Geht es deutlich drunter, wäre die Situation bärisch, doch davon gehe ich aktuell nicht aus. Warten wir ab, was passiert. Wir werden es beobachten hier beim JFD Devisenradar. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen ein oder später dann auch gern wieder zum JFD Live Trading TV. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal mit den besten Grüßen, wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Handelstag und sende einen auf bald, Ihr Christian Kämmerer.